Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Wir befinden uns in der ersten Sitzungswoche des Deutschen Bundestags im neuen Jahrzehnt. Und aus dem Potpourri der Themen habe ich heute drei für euch mitgebracht. Das erste Thema, über das ich mit euch heute sprechen möchte, ist die sogenannte Klarnamenpflicht. Natürlich ist es richtig, dass wir was gegen Hass und Hetze im Netz tun müssen. Es ist aber total falsch, den Eindruck zu erwecken, als sei das Internet heute ein rechtsfreier Raum. Ich darf dort nicht beleidigen, ich darf dort nicht zum Rassenhass aufstacheln, ich darf dort nicht zum Mord aufrufen. All die Regeln aus der analogen Welt gelten natürlich auch im Netz. Wenn ich Recht und Gesetz im Netz aber durchsetzen will, dann brauche ich andere Instrumente. Wir schlagen beispielsweise vor, wenn du Opfer von einer Beleidigung beispielsweise bist, dann musst du natürlich einen Anspruch gegen den Provider haben, herauszubekommen, wer derjenige ist, der sich möglicherweise hinter einem Pseudonym verbirgt, damit du dann Anzeige erstatten kannst und damit es dann bei Gericht landet. Die Klarnamenpflicht will aber was ganz anderes. Die will, dass demnächst jeder quasi sich mit seinem amtlichen Personalausweis im Netz ausweisen muss, also sprich, dass der Name, der dort eingetragen ist, letztendlich veröffentlicht ist. Das heißt, die Anonymität im Netz wird aufgehoben und das ist ein viel zu hoher Preis, denn es gibt wirklich gute Gründe, um sich auch im Netz anonym äußern zu können. Wenn ich Missstände aufdecken will, Angst dann um meinen Arbeitsplatz hätte, dann muss es auch möglich sein, sich anonym zu äußern. Das zweite Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, ist die sogenannte Bonpflicht. Ihr habt es seit 1.1. schon gemerkt, überall kriegt ihr jetzt die kleinen Papierzettel in die Hand gedrückt, weil man glaubt, damit etwas gegen Steuerbetrug zu tun. Das ist natürlich ein großer Unsinn, es macht viel Arbeit, es kostet die Betriebe, die ausreichen müssen, viel Geld und es ist übrigens auch eine ziemliche Sünde gegen die Natur, weil dieses Papier ist reine Verschwendung. Es gibt nämlich heute selbstverständlich Kassensysteme, die manipulationssicher sind. Das ist ein großer Unsinn. Deshalb haben wir als Freie Demokraten einen Gesetzentwurf eingebracht, schon im letzten Jahr, um diesen Blödsinn zu beenden. Den hätten wir gerne in dieser Woche in sogenannter zweiter, dritter Lesung, also Schlussberatung, hier beraten. Aber die GroKo will einfach nicht. Sie haben ihn einfach abgesetzt. Und deshalb haben wir es leider in dieser Woche noch nicht geschafft, dieses nervige Problem zu lösen. Das dritte Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, das ist Klimaschutz mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über eine Studie des Agora-Instituts. Das ist eine unabhängige Forschungseinrichtung. Die hat untersucht, welche Instrumente führen tatsächlich dazu, dass wir das Klima effektiv schützen. Und sie haben gesagt, das erfolgreichste Instrument, das ist der europäische Emissionszertifikatehandel. Und das ist genau die Klimapolitik der FDP, weil wir sagen, dieses Instrument aus Europa, das müssen wir auch auf die nationalen Bereiche hier in Deutschland anwenden. Und man kann die Studie tatsächlich so zusammenfassen. Hätten wir seit 2017 die Klimapolitik der FDP eingeschlagen, dann würden wir in diesem Jahr das 40%-Ziel bei der CO2-Reduktion in Deutschland erreichen. Und ich finde, wenn unabhängige Wissenschaftler sagen, dass das der richtige Weg ist, dann sollte die Politik ihn auch endlich einschlagen.